Guten Abend. Die Wohnbedingungen der Fuku-Nutznießer. Ein exklusiver Blick hinter die Kulissen der Gesprächs- und Seelsorgeecke. Und ein Late-Night-Spezial, das sich niemand entgehen lassen sollte. All das erwartet Sie in der heutigen Ausgabe zu Gumm und Gerisch und Ihren guten Nachrichten. Eigentlich hatten wir unseren ersten Live-Bericht später im Programm angesetzt. Jedoch ist mir zu Ohren gekommen, dass mein geschätzter Kollege Gunnar Gumm bereits bereitsteht, um Sie, meine sehr geehrten Zuschauer, abermals mit neuen, haarsträubenden Informationen zu füttern. Ja, Gunnar, dann wollen wir dich auch nicht länger warten lassen. Ja, Gerd, ich befinde mich hier in der Turnhalle. Aufgrund einiger Insider-Informationen haben wir herausgefunden, dass hier sich um eine Unterkunftsmöglichkeit für die Teilnehmer handelt. Und zwar ein sogenanntes Massenquartier. Wir gucken jetzt hier mal rein. Der Geruch ist schon bestechend und sehr eindrücklich. Leider für unsere Zuschauer am Fernseher nicht nachzuvollziehen. Aber ja. Sieht ein bisschen nach Notunterkunft aus. Wir gehen jetzt einfach mal hier ein bisschen durch. Ich werde mich hier mal auf einem von diesen Schlaflagern legen, um auch nachzuvollziehen, wie unsere Teilnehmer sich wohl fühlen, wenn sie hier nächtigen. Und das sieht sehr exemplarisch aus. Da werde ich mich jetzt einfach mal drauflegen hier. Oder was ist das denn? Also die Kuscheltiere, die werden auch immer seltsamer. Aber da war noch irgendwas. Also das löst jetzt schon Unbehagen bei mir aus. Hier scheint es nicht nur unbequem zu sein, sondern auch wirklich gefährlich. Und mit diesen schockierenden Bildern gebe ich zurück an dich ins Studio. Bilder, die hängen bleiben. Und die jeden zur Dankbarkeit führen dürften, der ein eigenes Bett besitzt. Unglaublich. In weniger als 2 Tagen haben sich anonyme Teilnehmer der Pfingstjugendkonferenz zusammengerottet und ein Spendenprojekt auf die Beine gestellt. Das Amüsante daran ist jedoch, dass keiner diese Spenden wirklich braucht. Deswegen werden die Ureigentümer gebeten, ihre Gefälligkeiten im Konferenzbüro wieder abzuholen. Gunnar Gumm ist übrigens auch gerade dort vor Ort. Gunnar, wie siehst du die ganze Sache? Gunnar, bitte? Herr Gumm? Nun gut, dann fahren wir einfach weiter fort im Programm. Ich entschuldige mich an dieser Stelle für dieses kleine Missgeschick. Doch Moment, bleiben Sie dran, schalten Sie nicht um. So, jetzt haben wir ihn wieder. Gunnar Gumm ist wieder geistesgegenwärtig. Jedoch scheint er nicht mehr beim Konferenzbüro zu sein. Gunnar, wo steckst du? Ja, Gerd, ich befinde mich hier in der Gesprächsecke, die ja schon aus dem letzten Jahr bekannt ist. Wir haben hier auch schon Aufnahmen gedreht, um die Sache vorzustellen. Und irgendwie ist hier einiges komisch und deswegen wollen wir jetzt mal in die Zellen reingucken und mal gucken, was hier eigentlich so los ist. Gar keiner da. Ach Gott, ich mach's mir mal ein bisschen bequem. Vielleicht kommt ja gleich jemand. Ich habe ja letztes Jahr schon mitgekriegt, wie man das hier so macht. Mal gucken. Hallo, setz dich doch. Ja, sag mir doch ruhig dein Problem. Ja, lieber nicht so vor der Kamera. Ja, da kannst du mir doch gerne im Ohr flüstern. Schön. Ja, war ja gar nicht so schwer. Ich bin ein bisschen
Da ist er auch noch. Jetzt schon. Genau. Gerd, damit zurück aus der Gesprächsecke an dich. Danke, Gunnar, für diese kompetente Darbietung. In diesem Fall bedeutet das jedoch Danke für rein gar nichts. Zum Glück gibt es ein geübtes Mitarbeiterteam, das auch solche Missgeschicke wieder zurechtzurücken vermag. Happy Birthday! Ein Jugendfreund aus Gunnar Gums Vergangenheit wird heute sage und schreibe 18 Jahre alt. Max Kasülke heißt dieser gute Mann. Und wir waren uns im Studio einig, das ist doch mal eine Erwähnung wert. An dieser Stelle auch von uns Gratulation. So, dann ist ja alles gesagt, alle sind zufrieden. Dann machen wir jetzt einfach eine kleine Werbepause und senden live wieder um 22.30 Uhr. Da findet dann das sogenannte Late-Night-Spezial oder Special statt. Dieses Jahr von und zu und mit und durch Lydia Gewehr und Co. Und so weiter. Das war die Spätausgabe der guten Nachrichten mit Gunnar Gumm und für Sie hier im Studium der Gerd Gerisch. Wir verabschieden uns und sehen uns morgen wieder zur normalen Sendezeit. Bis dahin, machen Sie es gut.